Hallo und herzlich willkommen zum 17. Part von Mario Kart Tour. Heute mit dem Shy Guy Cup. Ich habe Shy Guys Power X schon gespielt, weil ja, die Aufnahme hat nicht funktioniert. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber naja, also die Aufnahme hat schon funktioniert, aber ich hab's gestört. Das konnte ich dann einfach nicht mehr verwerten. Also ich denke, ich kann es nicht verwerten, weil ich es halt abgebrochen habe mit dem Rennen. Ach ja, den mach ich halt nicht mehr. Ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall noch mal eine Party-Zeit, also schön. Denn in dem ersten Versuch hatte ich auch eine Bananen-Party-Zeit tatsächlich. Ich bin sehr froh, dass ich noch mal aufwache. Und ich weiß, dass ich heute noch einen Kopf aufnehme. Wegen dieser Münzenversuch ist es, glaube ich. Natürlich. Der kam im ersten Part nicht. Also, im ersten Versuch. Ja, ich denke, der kommt dann nicht so oft. Und die Punkte sind auch ganz okay. Nochmal besser. Wieso auch immer? Oder sind sie besser? Ja, freut mich. Machen wir weiter mit der Donut-Ebene. 2 Jahre. Vom SNES-Teil. Und wir fangen direkt an. Und falls es ist nicht schlimm, dass ich heute mal wieder ein paar Tage voraus aufnehmen muss. Aber naja, das ist halt heute nicht mehr immer. Das ist halt eigentlich immer aktuell, den gleichen Tag aufzunehmen. Jetzt ist es halt immer schon ein paar Tage voraus. Aber naja. Dann nehme ich halt an dem Tag gar nichts auf, an dem Tag gar nichts auf. Dann, hole mir noch den täglichen Ding. Ich weiß nicht mehr, was es heute gab. Aber, naja, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Und ich habe gesehen, dass anscheinend mehrere Leute durch Mario Kart so anscheinend meinen Kanal entdeckt haben. Das ist jetzt aber auch nicht unbedingt, naja, so viel positive Bewertung gezeigt hat. Wo ich echt nicht frage, ihr könnt mir ja gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben. Ich weiß halt nicht, was ich noch machen will. Klar, aber halt, ja, okay. Ich weiß es halt echt nicht. Also Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Den Ton hatte ich jetzt schon so gut wie es geht angepasst. Ich hoffe, dass man mich jetzt besser hört als in dem ersten Part. Und es reicht nicht mehr für 4 Sterne. Das mache ich dann nochmal.
Erstmal wird ein Torgeschenk geöffnet. Mit drei Rubinen und einem Gleiterpunkt plus. Dann machen wir weiter mit dem Bi-Blätter. Auch eine sehr schöne Strecke. Ich hab grad irgendwie komplett vergessen, wie ich aufnehme. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall tut's mir grad leid für dieses Spiel. Weil ich hab grad nachgedacht. Ja, egal. Hat nichts mit YouTube zu tun, ne, das finde ich schon. Also, es hat einfach nichts mit YouTube. Aber ich will es halt trotzdem nicht sagen. Weil es halt eben nicht wichtig ist. Und ich würde halt natürlich. Ich weiß halt nicht, wie es halt sein soll. Aber ich habe hier echt ein tolles Spiel. Langweilig soll er nicht. Okay. Und ich möchte bitte das Let's Play vielleicht noch zwei Teil tun und fortsetzen können. Ich habe mir auch schon Animal Crossing Pocket Camp runtergeladen. Mal sehen, ob dazu was geben wird. Ich verspreche nicht. Aber würde mich halt interessieren, was ich davon halten würde. Denn ich weiß nicht, ob das Bild für Let's Play dazu gibt. Ich werde dann nochmal gucken. Und selbst wenn es schon eigentlich relativ gut ist, ich hoffe, dass das nicht da ist. Und nicht, dass ich gucke auch nicht unbedingt danach, ob es das schon gibt oder. Und Hater sind mir eigentlich auch egal. Weil warum sollte ich mich darüber aufregen, ob jetzt jemand disliked oder nicht? Ich mache es zum Spaß. Und das weiß ich auch. Umba-Umfahrung ist es nichts. Auf jeden Fall bedanke ich mich für den, der abonniert hat. Die Abonnenten. Das ist nicht viel. Genau. Ich hatte auf meinem allerersten Account gleich 197. Aber was nicht ist, kann es noch werden. Oder nicht. Okay. Denn egal wer meine Videos guckt. Egal wie viele. Ich mache es ja auch, damit ich es mir vielleicht später nochmal angucken kann. Ja, wie hätte ich das denn jetzt besser machen sollen? Wie besser den Treffen spielen? Weiß nicht, vielleicht dann irgendwann mal interessiert. Aber das erzähle ich mir gar nicht. Ich weiß ja auch. Das war schlecht. Wahrscheinlich 30 oder 15, 20 Minuten? Nein, das ist zu großzügig. Was? 38? Da habe ich Offcam ein wenig zu tun. Und da wir heute nicht im Shop waren, gucke ich da jetzt rein. Und da sind Larry Toadette. Sag ich mal Toadette holen? Ich mag Toadette ist süß. Ja, ach komm. Für was hat man sonst das Geld? Ja, natürlich, um das hier sich zu kaufen, aber ob ich das wirklich brauche?
Lohnt sich das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, hole ich mir jetzt noch mal ein paar Rubine, ne? Den Münzen habe ich ja schon einmal eingetauscht. Nee, habe ich nicht. Egal. Und ich werde jetzt erst einmal die Röhre zünden. Komm. Komm. Immerhin ein neuer Charakter. Und machen wir nochmal. Bitte. Bitte. Irgendwas Neues. Was? Warum ist das jetzt einfach weggegangen? Egal, die Clownkutsche ist auch neu. Und? Okay. Genau, diesen Cup muss ich nämlich heute unbedingt noch machen. Um diese 300, insgesamt 900 Münzen zu bekommen. Natürlich, es tut mir sehr leid, dass ich das im Voraus machen muss. Aber, naja. Ihr werdet mir nicht böse sein. Hoffe ich. Aber ich beende hiermit erstmal den Kampf und sage bis zum nächsten Mal bei Mario Kart Tour. Tschüss. Bis dann.